und auch die Balinger. Wie erwartet dann im 5-3-2. Das freut uns sehr und das freut sicherlich auch. Da geht auch nochmal ein fettes Dankeschön hin an Jörg Grunau, unseren Redakteur, der uns wie immer gut vorbereitet hat auf dieses Spiel, das jetzt soeben angepfiffen wurde. Aber nur auf den Kopf von Alex Sorge, der findet dann im Halbraum gerne Staude, dreht sich einmal um sich selbst und zieht an. Immer noch Staude mit dem Distanzschuss und er sitzt! Er sitzt! Das ist das 1-0 nach 2 Minuten. Keanu Staude fasst sich ein Herz und zieht ab aus 27 Metern. Und er ist sowas von platziert, dass er dann links unten ins Eck geht. Wahnsinn! Was für eine geile Bude. Ich finde eigentlich neben dem Abschluss, was auf jeden Fall auch nochmal eine Erwähnung bekommt, ist, wie Keanu Staude sich in dem Moment auftritt. Das ist ja die ganz große Kunst im Fußball, den Moment zu finden und es dann auch stark zu machen. Und hier gegen zwei Mann, gegen Kuhn und gegen Völl, stark aufgedreht. Und dann, ja, dann konnten die Balinger es nicht mehr aufhalten. Zu Ronny Marcos. Ja, Marcos, viel Platz ist nicht da in der Mitte. Balingen stellt zu, deswegen die Flanke aus dem Halbraum von Wanner auf den Kopf von Alvarez und da ist das 2-0. Marcos Alvarez nach Traumflanke von Dominik Wanner von der linken Seite mit einem Flugkopfball und da gibt er uns den Gritty als Jubel. Warum auch nicht? Marcos Alvarez. Also 6. Minute, 2-0 OFC. Eine Flanke von links außen wie ein Gedicht von Christian Arcesen in den Strafraum hinein, wo sich Alvarez freistiehlt und auch die Haltung beim Flugkopfball, es ist alles so wunderschön. Ein bisschen zu überrennen, diese Phase jetzt vielleicht zu nutzen oder schaffen die Balinger jetzt direkt die Antwort hier in den Strafraum, der erste Ball rein, da muss Brinkis rauskommen und raus, Faust C, sorgt für Stimmung im Balinger Strafraum, da ist Feigenspann, der auf dem zweiten Pfosten super flankt auf Alvarez, Alvarez! Feigenspann holten sich wieder. Marcos Alvarez in die Mitte zu Staude, der links raus zu Wanner. Wanner mit links, der Schuss und den verzieht er übers Tor. Viel Raum da im Mittelfeld, der Schuss aus der Distanz, aber sichere Beute für Johannes Brinkis. Auch hier geht er mit zurück, aber kann Fochatzer nicht entschieden dazu stören. Und der aber nach wie vor eine Fußverletzung, tolle Flanke, Riesenflanke von Alvarez, Halbfeldflanke in den Strafraum rein. Ball abgeluchst von Keanu Staude, der findet dann Marcos Alvarez im rechten Halbraum, der weiter rechts raus. Auf Mike Feigenspahn, der früh eingewechselt worden musste in diesem Spiel und das jetzt gut macht, auf der rechten Seite vorbeigeht, aber eben leider nicht ganz vorbei. Achtung, Hatzic und dann, ist ein Schuss von Wanner, der abgeblockt wird in letzter Sekunde. Zweiter Ball beim UFC, Christian Arcesen immer noch am Ball, findet dann Keanu Staude. Der bekommt Druck von Fochatzer, immer noch Staude, schon im Strafraum. Staude dreht sich um sich selbst, schießt. Es war auch eine Aktion mit Ansage, wie Feigenspahn sich da reinschmeißt in den Zweikampf. Du wusstest, er wird gleich zu Boden gehen und entweder gibt der Schiedsrichter, toller Pass, jetzt muss ich mich unterbrechen. Staude, 3 gegen 2 Überzahlsituation für den UFC. Wanner, linke Position, Abschluss, ans Außennetz, meine Güte. Das habe ich so auch noch nicht gesehen beim Auswärtsspiel, aber jetzt schauen wir erstmal auf den Freistoß. Erstmal Feigenspahn mit dem Kopf unglücklich verlängert in den Strafraum rein. Anschlusstreffer, Fochatzer. Also selten war ein Anschlusstreffer unverdienter, aber wer die Chancen vorne nicht macht, der bekommt sie halt hinten eingeschenkt. Aus einem Nicht-Freistoß kassieren wir dieses Tor, weil unglücklich verlängert da vom Scheitel von Feigenspahn. Sorge wäre da gewesen und dann eben nochmal scharf gemacht. Fochetzer stürmt dazwischen und kann einschieben zum 2-1. Hab 8 Stellung, jetzt natürlich im 16er kommt und da ist erstmal Brinkis Nachschuss. Der war nicht hinter dem. Und sie sagen, dass es ein Tor ist. Doppelpack Fochatzer innerhalb von 2 Minuten nach dieser Ecke. Das ist unfassbar bitter. Und wir schauen uns das Ganze natürlich nochmal in der Wiederholung an. Der zieht den Freistoß, den Eckball da direkt aufs Tor. Fochatzer und dann auf der Linie geklärt von Feigenspahn. Und dann geht es wieder rechts raus auf Ronny Marcos. Der wird Mike Feigenspahn mitnehmen. Boah. Wie kann es hier gerade 2-2 stehen in diesem Spiel? Trotzdem, der UFC mit Feigenspahn geht da rein in den Strafraum. Jetzt schon an der Grundlinie, Flanke kommt hinein in den Strafraum. Alvarez, Tor! Das ist die Antwort, die man gibt auf so eine Situation. Gerade mal 50 Sekunden später oder 1 Minute später macht Marcos Alvarez sein 2. Tor. Und das war ganz, ganz stark durchgesetzt von Feigenspahn auf der rechten Seite. Ronny Marcos, der ihn da in Szene setzt und er kommt da irgendwie durch, wurschtelt sich da durch Richtung Grundlinie und dann ist es der eingesprungene Alvarez zum 2. an diesem Tag. Also 3-2 OFC. Alvarez, auch der könnte ja mal eine Ecke direkt aufs Tor ziehen, genau wie Kanakaya vorhin. Ja, wird aber auf den zweiten Pfosten, auf den ersten Pfosten gezimmert und es war Alexander Sorge, der da angerauscht kam. OFC und einen Doppelpack gab es auch auf Balinger Seite, Fochatzer, der das 2-1 und 2-2 erzielt hat. Jetzt Alvarez zu Staude, zieht in die Mitte, immer noch Staude im 16er, zu Wanner, Wanner, Innenpfosten, das gibt's doch alles gar nicht. Ach Jason, jetzt sind die Ball in die Spitze zu Marcos Alvarez, Alvarez, schön weitergeleitet zu Keanu Staude, der geht jetzt allein auf den Torwart zu, Keanu Staude, macht er hier seinen Doppelpack,
Er setzt den Ball vorbei. Jetzt wieder die Ecke kurz ausgeführt. Staude geht da durch zwei Mann durch an der Grundlinie und dann kriegt er den noch weggekretscht. Und jetzt gibt es nochmal die Offensivaktion für Balingen. Nochmal der lange Schlag. Darauf ist der UFC aber vorbereitet gewesen. Mike Vetter gewinnt das Kopfballduell ganz stark. Auch Jopek gewinnt das Kopfballduell. Und dann ist es geschafft. Der UFC nimmt 3 Punkte aus Balingen mit. Das hätten wir deutlich einfacher haben können mit einer etwas effizienteren Chancenbewertung. Aber unterm Strich steht eine starke Auswärtsleistung vom UFC und ein hochverdienter Dreier in Balingen.